guten Patrick Duane. Geld kann jeder und du jetzt auch. Der Finanzcoach erklärt, wie du mehr aus deinem Geld machst. In diesem Buch geht es darum, wie du klüger und effizienter mit deinem Geld umgehen kannst. Patrick Duane ist der Meinung, dass praktisches Finanzwissen bereits in der Schule vermittelt werden sollte. Leider ist dies bisher nicht der Fall und deshalb stehen viele junge Menschen unvorbereitet vor den Herausforderungen des Finanzalltags. Aber auch Erwachsene können sich manchmal unsicher im Finanzdschungel fühlen oder von gängigen Vorurteilen beeinflusst werden. In den Kernaussagen zu Geld kann jeder und du jetzt auch, aus dem Jahr 2020 nehmen wir dich auf unterhaltsame und leicht verständliche Weise mit in die Welt der Geldanlage und des Vermögensaufbaus. Die gute Nachricht ist, dass du weder ein Großverdiener noch ein Mathematikgenie sein musst, um finanziellen Wohlstand zu erreichen. Alles, was du benötigst, ist ein wenig Disziplin und die Bereitschaft, dich mit der Materie auseinanderzusetzen. In dieser Buchzusammenfassung wirst du erfahren, warum das herkömmliche Sparbuch nicht zur Geldvermehrung taugt, welche Fallstricke bei einem Dispositionskredit lauern, welche Aspekte beim Immobilienkauf wichtig sind und wie du erfolgreich am Aktienmarkt agieren kannst. Denn wer sich mit Finanzen auskennt, kann sich von Geldsorgen und Zukunftsängsten verabschieden. Außerdem wirst du in den Kernaussagen erfahren, warum es sinnvoll ist, regelmäßig deinen Stromanbieter zu wechseln. Warum du statt in Gold auch in Turnschuhe investieren könntest. Und warum dein zukünftiger Finanzberater vielleicht ein Roboter sein wird. Begleite uns auf dieser spannenden Reise durch die Welt der Finanzen und lass uns gemeinsam daran arbeiten, dass du klüger und effizienter mit deinem Geld umgehen kannst. Kernaussage 1: Mit der richtigen Einstellung und einem fundierten Finanzwissen können Geldsorgen schon bald der Vergangenheit angehören. Es gibt zahlreiche Informationen, Meinungen und Mythen rund um das Thema Geld. Viele davon veraltet oder schlichtweg falsch. Lassen Sie uns ein wenig Klarheit schaffen. Um Ihre Finanzen erfolgreich zu managen, ist es entscheidend, zunächst Ihre Denkweise zu überprüfen. Stecken Sie regelmäßig in finanziellen Engpässen? Möglicherweise sind unbewusste Glaubenssätze dafür verantwortlich. Sätze wie Geld verdirbt den Charakter, über Geld spricht man nicht oder Reichtum ist unmoralisch, sollten Sie aus Ihrem Gedächtnis streichen. Stattdessen sollten Sie sich sagen, Geld bedeutet Freiheit, mit Geld wird vieles einfacher. Oder auch, Geld ermöglicht mir, anderen zu helfen. Ein weit verbreiteter Irrglaube besagt auch, dass alles, was mit Finanzen zu tun hat, unglaublich kompliziert ist. Reich werden? Das sei doch nur für Gutverdiener und Menschen mit einem Masterabschluss in Finanzwirtschaft möglich. Der Autor selbst widerlegt diese Behauptung. Patrick Duane wuchs in finanziell schwierigen Verhältnissen auf. Seine alleinerziehende Mutter war zeitweise auf Sozialhilfe angewiesen. Doch diese Erfahrung weckte in ihm den Ehrgeiz, sich Finanzwissen anzueignen. Mit Erfolg, heute lebt er finanziell sorgenfrei. Und auch Sie können sich das nötige Finanzwissen aneignen. Dies können Sie beispielsweise durch diese Buchzusammenfassung tun, aber auch durch Bücher, Fachzeitschriften, Finanzblogs, Webinare oder Podcasts. Doch was Ihr Einkommen betrifft, ist es nicht nur wichtig, wie viel Geld hereinkommt, sondern auch, wofür es ausgegeben wird. Daher sollten Sie zuerst eine finanzielle Bestandsaufnahme durchführen. Hierfür können Sie eine einfache Tabelle mit 4 Feldern erstellen. Das erste Feld ist für Ihre monatlichen Einnahmen vorgesehen. Im zweiten Feld führen Sie eine Liste Ihrer Ausgaben auf. Kosten, die nur einmal oder zweimal im Jahr anfallen, rechnen Sie auf den monatlichen Betrag um. Im dritten Feld notieren Sie Ihr Vermögen. Dazu gehören Immobilien, Wertpapiere, das Guthaben auf Ihrem Sparkonto und Ihrem Girokonto sowie andere Wertgegenstände. Das vierte Feld ist für Ihre Verbindlichkeiten reserviert. Hier tragen Sie Kredite, Hypotheken, Darlehen und Zahlungsverpflichtungen wie Unterhalt und Steuern ein. Durch den Saldo aus Einnahmen und Ausgaben erhalten Sie einen klaren Überblick über Ihren finanziellen Spielraum. Ihr Vermögensverbindlichkeitssaldo aus den Feldern 3 und 4 gibt Auskunft über Ihren Vermögensstatus. Selbst wenn Ihre Bilanz negativ ausfällt, besteht kein Grund zur Panik. Sie haben nun ein genaues Bild und können auf Grundlage konkreter Zahlen Ihre nächsten Schritte planen. Kernaussage 2: Eine gründliche Finanzaufstellung bringt verborgene Geldfresser und unrentable Geldanlagen ans Licht. Nun, da du deinen aktuellen finanziellen Status kennst, ist es an der Zeit, einen genauen Blick auf deine Ausgaben und Verbindlichkeiten zu werfen.
Hier versteckt sich oft ein erhebliches Potenzial zur Ersparnis, das du ohne große Veränderungen deines Lebensstils realisieren kannst. Lass uns beispielsweise Versicherungen betrachten. Die Bedürfnisse ändern sich im Laufe des Lebens. Daher ist es ratsam, regelmäßig zu überprüfen, ob deine Versicherungsdeckung noch aktuell ist. Abgesehen von der Haftpflicht und Krankenversicherung, sowie möglicherweise einer Arbeitsunfähigkeits- und Hausratversicherung, hält der Autor die meisten Versicherungen für Berufseinsteiger und Alleinstehende für eher überflüssig. Hast du ein Smartphone? Eine einfache Frage, aber besitzt du auch den kostengünstigsten Tarif? Beobachte dein Nutzungsverhalten und vergleiche dann die Tarife auf Vergleichsportalen oder den Websites der Anbieter, um den besten Handyvertrag für deine Bedürfnisse zu finden. Während du dich damit beschäftigst, könntest du auch die Strompreise vergleichen. Seit der Liberalisierung des Strommarktes in Deutschland können Kunden von den Preiskämpfen zwischen den Anbietern profitieren. Es ist eine gute Gewohnheit, alle ein oder zwei Jahre den Stromanbieter zu wechseln und den jeweils günstigsten Tarif zu wählen. Finanzprodukte können ebenfalls erhebliche Kosten verursachen. Ein gutes Beispiel ist der Dispositionskredit, auch als Dispo bekannt. Obwohl er in bestimmten Situationen praktisch sein kann, um schnell an Geld zu gelangen, nutzen viele ihn dauerhaft und überziehen ihr Konto, was teuer wird. Ein Fallbeispiel ist Denise, der für einen Urlaub einen Dispo-Kredit von 1900 Euro in Anspruch genommen hatte. Da er über ein Sparbuchguthaben von 5200 Euro verfügte, fühlte er sich finanziell sicher und nahm zusätzlich einen Kredit für ein zweites Auto auf, den er 4 Jahre lang abzahlen muss. Erst als er seine Finanzen detailliert aufschlüsselte, erkannte er die Kostenfalle. Für den Dispo-Kredit zahlt er 11,25% Zinsen pro Jahr, für den Autokredit knapp 5%. Sein Polster auf dem Sparbuch bringt ihm jedoch nur magere 0,01% Zinsen ein. Hinzu kommt, dass sein Erspartes bei der aktuellen Inflationsrate jährlich um 1,6% an Wert verliert. Wie kannst du der Dispo-Falle entkommen? Wenn du wie Denise über Geldreserven auf Sparbüchern oder anderen Anlagen verfügst, solltest du den Dispo-Kredit nicht länger in Anspruch nehmen. Eine mögliche Alternative ist die Umschuldung. Die Kosten für einen Ratenkredit variieren je nach Laufzeit zwischen 0,68% und 4,99%. Ein klarer Vorteil gegenüber den Dispozinsen, die je nach Bank bis zu 18,75% betragen können. Kernaussage 3. Wertpapieranlagen sind eine sinnvolle Alternative zum unrentablen Sparbuch. Nachdem du unnötige Ausgaben reduziert und dein Budget im Griff hast, ist es an der Zeit, darüber nachzudenken, wie du das frei gewordene Geld am besten investieren kannst. Besonders in Zeiten von Nullzinsen bieten sich Aktien als eine Option an. Aktien sind Wertpapiere, mit denen Unternehmen Kapital beschaffen. Und wenn du Aktien kaufst, wirst du zum Anteilseigner des Unternehmens. Als Aktionär profitierst du von der Wertsteigerung der Aktien und von Dividenden, die einige Unternehmen an ihre Aktionäre ausschütten. Diese Dividenden können entweder als zusätzliche Aktien oder als Geld auf dein Konto fließen. Der Autor empfiehlt, etwa 60% deines Portfolios in Dividendenaktien zu investieren, dazu später mehr. Obwohl niemand die zukünftige Entwicklung von Wertpapieren vorhersagen kann, gibt es Wege, die Risiken zu minimieren und die Chancen auf Erträge zu erhöhen. Wertpapieranlagen werden in Risikoklassen eingeteilt. Klassen 1 bis 3 gelten als die sichersten und umfassen Staatsanleihen, Geldmarktfonds und langfristige festverzinsliche Wertpapiere. Gemischte Fonds gehören zur Risikoklasse 2. Risikoklasse 4 umfasst Rohstofffonds, Aktien und Aktien-ETFs, bei denen Verluste in der Regel innerhalb eines Jahres nicht mehr als 25% betragen. Wenn du Aktien kaufen möchtest, musst du zunächst ein Depot eröffnen. Ein spezielles Konto für deine Wertpapiergeschäfte. Vergleiche die verschiedenen Angebote, da die Konditionen variieren. Achte auf jährliche Depotgebühren, die Auswahl handelbarer Produkte und die Kosten für Kauf- und Verkaufsaufträge. Das klassische Bankdepot bietet Beratung, jedoch handeln Bankberater in erster Linie im Interesse ihres Arbeitgebers. Beim Online-Depot entfällt die Beratung, aber die Konditionen sind oft günstiger. Vor der Depoteröffnung musst du einen Fragebogen ausfüllen, auf dessen Grundlage die Bank ein Risikoprofil erstellt, das bestimmt, welche Risikoklassen du handeln darfst. Als sicherheitsorientierter Anleger in Klasse 4 kannst du beispielsweise keine Produkte der Klassen 6 und 7 wie Derivate handeln. Dies dient der rechtlichen Absicherung der Bank. Später kannst du dein Risikoprofil ändern, musst jedoch bestätigen, dass du das Risiko selbst trägst.
Falls dir das immer noch zu spekulativ und riskant erscheint, schauen wir im nächsten Abschnitt genauer darauf, wie du dein Geld möglichst risikoarm und gewinnbringend anlegen kannst. Kernaussage 4. Eine breite Streuung beim Investment mindert das Verlustrisiko. Um sicherzustellen, dass deine Geldanlage erfolgreich ist, solltest du einige Grundregeln beachten. Insbesondere für Anfänger an der Börse und vorsichtige Investoren gilt: Setze nicht alles auf eine Aktie oder ein Unternehmen, sondern streue dein Investment möglichst breit. Der Bestand an Wertpapieren, den eine Person hält, wird als Portfolio bezeichnet. Für eine langfristige Anlagestrategie ist ein breit diversifiziertes Portfolio ratsam, das eine Vielzahl von Wertpapieren unterschiedlicher Art, Branchen, Unternehmen und Risikoklassen enthält. Dieses Vorgehen wird von Finanzprofis als Diversifikation oder Streuung bezeichnet. Es kann vorkommen, dass eine einzelne Aktie an Wert verliert, aber die Wahrscheinlichkeit, dass alle Aktien gleichzeitig fallen, ist äußerst gering. Durch die Streuung deiner Investitionen reduzierst du das Risiko von Verlusten. Investmentfonds und ETFs setzen ebenfalls auf dieses Prinzip, da sie immer mehrere Anlagen enthalten. Beginnen wir mit dem Investmentfonds. Du kannst ihn dir wie einen gemeinsamen Fonds für das Geld der Anleger vorstellen, der aktiv von einem Fondsmanager verwaltet wird, was die etwas höheren Kosten im Vergleich zu ETFs erklärt. ETF steht für Exchange Traded Fund und bedeutet so viel wie an der Börse gehandelter Fonds. ETFs werden passiv geführt und bilden einen Index, also eine spezifische Liste von Aktien, ab. Sowohl Investmentfonds als auch ETFs bieten eine breite Palette von Anlageformen, darunter Aktien, Renten, Immobilien, Rohstoff-, Währungs- und Mischfonds bzw. ETFs, um nur einige zu nennen. Aber welche ist die bessere Anlage? Das lässt sich nicht pauschal beantworten. Investmentfonds werden aktiv gemanagt und können den Indexwert übertreffen, was sie jedoch teurer macht, da die Fondsmanager entlohnt werden müssen. Der Autor empfiehlt, sich hauptsächlich auf ETFs zu konzentrieren, das Portfolio jedoch auch um einige der kostspieligeren Investmentfonds zu erweitern. Diversifikation ist auch hier der Schlüssel. ETFs werden immer beliebter, vor allem aufgrund ihrer niedrigen Kosten und geringen Betreuungsanforderungen. Mit einem Sparplan kannst du jeden Monat einen festen Betrag in einen thesaurierenden ETF investieren. Thesaurierend bedeutet, dass die Dividenden automatisch reinvestiert werden, sodass du deine Geldanlage wachsen sehen kannst. Klingt das unglaublich? Betrachten wir ein Beispiel. Du investierst monatlich 50 Euro in einen DAX-ETF. Nach 30 Jahren hättest du insgesamt 18.000 Euro investiert. Bei einer durchschnittlichen jährlichen Rendite von 7,4% hättest du statt der 18.000 Euro nun etwa 63.065 Euro, mehr als das Dreifache deiner ursprünglichen Investition. Kernaussage 5. Sachwertanlagen können lohnend sein, erfordern jedoch eine intensivere Betreuung. Einige Menschen betrachten Rohstoffe wie Gold, Erdöl oder Kaffee als bessere Anlageoptionen, da sie physisch existieren und greifbar sind. Doch wie gut eignen sich Sachwertanlagen wirklich, wenn es um die Vermehrung deines Vermögens geht? Rohstoffe, auch als Commodities bezeichnet, lassen sich in drei Hauptgruppen unterteilen: Energierohstoffe wie Erdgas, Heizöl, Benzin oder Uran, Agrarrohstoffe wie Baumwolle, Hafer, Soja und Kakao, sowie Metalle, die hauptsächlich in der Industrie verwendet werden, wie Gold, Kupfer, Zinn, Nickel, Blei, Aluminium und andere. Rohstoffe können entweder physisch gehandelt werden, zum Beispiel durch den Kauf von Goldbarren, oder als börsengehandelte Rohstoffe, Exchange Traded Commodities, ETCs. Das Problem bei Rohstoffen sind die starken Preisschwankungen, die verschiedene Gründe haben können, wie beispielsweise Ernteausfälle aufgrund von Naturkatastrophen oder politische Entwicklungen, die Rohstoffpreise empfindlich beeinflussen können, wie im Handelskonflikt zwischen den USA und China, als der US-Soja-Export praktisch über Nacht auf Null fiel. Diese hohe Volatilität macht Rohstoffe für eine Kaufen- und Halten-Strategie, wie sie bei ETFs und Investmentfonds angewendet wird, weniger geeignet. Es sei denn, du hast starke Nerven und bist bereit, dich ständig über politische, klimatische und wissenschaftliche Entwicklungen auf dem Laufenden zu halten. Selbst Gold, das oft als sichere Anlage betrachtet wird, hat seine Nachteile. Zum einen fallen hohe Anschaffungs- und Lagerkosten an.
Zudem unterliegt es dem Währungsrisiko, da Gold in US-Dollar gehandelt wird. Vor allem jedoch bietet Gold weder Zinsen noch Dividenden, weshalb es zur Vermögensbildung weniger geeignet ist. Dennoch kann Gold eine gute Absicherung für einen Teil deines Vermögens in turbulenten Börsenzeiten sein, insbesondere in Zeiten niedriger und erst recht negativer Zinsen. Trotz der genannten Nachteile musst du Sachwertanlagen nicht vollständig meiden. Mit einem begrenzten Budget kannst du beispielsweise über Fonds, ETFs oder ETCs an den Preisentwicklungen von Rohstoffen teilhaben. Für Liebhaber und erfahrene Sammler können auch exotischere Sachanlagen interessant sein, wie Oldtimer, Weine oder sogar Turnschuhe. Ja, du hast richtig gehört. Sneaker, insbesondere ungetragene Markenmodelle, haben sich zu ernstzunehmenden Anlageobjekten entwickelt. Ein Beispiel dafür ist der Air Jordan 1 X Off-White Sneaker, der 2018 für 170 Euro erhältlich war und mittlerweile für erstaunliche 1800 Euro gehandelt wird. Kernaussage 6. Mit Derivaten kannst du dein Depot vor größeren Verlusten schützen. Falls du bereits über ausreichende Erfahrung im Bereich Börse verfügst, möchten wir dir ein weiteres Finanzinstrument für Fortgeschrittene vorstellen, Derivate. Der Begriff Derivat stammt vom lateinischen Wort derivare, was ableiten bedeutet. Ein Derivat ist ein Vertrag, dessen Wert sich aus einem bestimmten Bezugszeitpunkt in Bezug auf einen Basiswert ableitet. Dieser Basiswert kann jedes handelbare Finanzinstrument sein, wie beispielsweise eine Aktie. Bei Derivaten geht es jedoch nicht um den tatsächlichen Wert der Aktie, sondern um deren Wert zu einem bestimmten Zeitpunkt. Das klingt kompliziert, aber lassen Sie uns das genauer betrachten. Es gibt drei Haupttypen von Derivaten: Futures, Swaps und Optionen. Ein Future ist im Grunde genommen ein Kauf auf Termin. Zum Beispiel möchte Landwirt Peter 50 Tonnen Weizen verkaufen, allerdings erst in 3 Monaten. Um mehr Planungssicherheit zu haben, verkauft er den Weizen zu einem vorher festgelegten Preis per Termin. Sabine, eine Einkäuferin für eine Supermarktkette, interessiert sich für eine zuverlässige Warenlieferung. Daher schließen sie und Peter das Geschäft mit Hilfe eines Futures-Kontrakts an der Börse ab. Wenn der Weizenpreis während der 3 Monate steigt, ist der Deal für Peter nachteilig. Wenn er jedoch fällt, hat Sabine das Nachsehen. Trotzdem haben beide ihr Risiko gesenkt und können besser planen. Optionen dienen ebenfalls dazu, sich gegen Wertverluste abzusichern. Während ein Futures-Kontrakt die Vertragspartner jedoch zum Kauf oder Verkauf verpflichtet, ermöglicht das Optionsgeschäft den Kauf oder Verkauf zu vorher festgelegten Konditionen innerhalb eines bestimmten Zeitraums. Der Kauf einer Option wird als Call bezeichnet, der Verkauf als Put. Du kannst sowohl Call- als auch Put-Optionen kaufen oder verkaufen. Angenommen, du besitzt Aktien eines beliebten Model-Labels, die du für 235 Euro gekauft hast. Derzeit liegt der Kurs bei 280 Euro. Obwohl du langfristig an den Erfolg der Aktie glaubst und sie nicht ohne Grund verkaufen möchtest, machst du dir Sorgen, dass der Kurs aufgrund ungünstiger wirtschaftlicher Aussichten fallen könnte. Um dich abzusichern, kaufst du eine Put-Option für 10 Euro pro Aktie mit einem Ausübungspreis von 275 Euro. Das bedeutet, du erwirbst das Recht, die Aktie für 275 Euro zu verkaufen. Wenn der Aktienkurs unter 265 Euro fällt, was unterhalb des Ausübungspreises minus 10 Euro liegt, hast du einen größeren Verlust verhindert. Wenn der Kurs jedoch stabil bleibt oder steigt, kannst du die Aktie immer noch zum höheren Preis verkaufen und die Option verfallen lassen. Bitte beachte unbedingt, da Derivate umfangreiche Marktkenntnisse erfordern, sind sie nur für erfahrene Anleger geeignet. Kernaussage 7. Die Digitalisierung erfasst auch den Finanzmarkt. Während in der Vergangenheit Banktermine vor Ort üblich waren, werden heute viele Finanztransaktionen online oder über Smartphone-Apps abgewickelt. In der Zukunft werden mathematische Algorithmen und künstliche Intelligenz, KI, zunehmend Einfluss auf unsere Finanzgeschäfte nehmen, teilweise sogar sie vollständig steuern. Ein wichtiges Stichwort hierbei ist Robo-Advisory, abgeleitet von den Begriffen Roboter und Berater. Diese digitalen Vermögensberater verwenden mathematische Algorithmen, um die bestmögliche Anlage oder Anlageverteilung zu ermitteln und entsprechende Empfehlungen auszusprechen. Nicht nur das. Auf Wunsch können Käufe und Verkäufe auch vollständig automatisiert ausgeführt werden, was als Full-Service Robo-Advisor bezeichnet wird. Wenn du lieber selbst über deine Transaktionen entscheidest, ist ein Half-Service Robo-Advisor die bessere Wahl.
In diesem Fall gibt der Robo-Advisor nur Vorschläge und du entscheidest, ob du ihnen folgen möchtest oder nicht. Genau wie ein menschlicher Berater handelt der Robo-Advisor basierend auf deinen Anlagezielen, Schwerpunkten und der von dir angegebenen Risikoklasse. Du kannst auch entscheiden, ob du ein Rebalancing wünschst, also eine regelmäßige Anpassung deines Portfolios. Das Rebalancing hat den Vorteil, dass die ursprüngliche Gewichtung deines Portfolios beibehalten wird. Jedoch können dabei Transaktionskosten entstehen. Es besteht auch die Gefahr, dass Aktien oder ETFs bei Kursverlusten verkauft werden und somit der Langzeitinvestmentfaktor verloren geht. Es gibt bisher keine Langzeitstudien darüber, wie effizient und sicher Online-Vermögensverwaltungen arbeiten, da der erste Robo-Advisor erst 2013 vorgestellt wurde. Dennoch solltest du diese Option im Auge behalten und die Entwicklungen in diesem Bereich verfolgen. Zu den bekanntesten Robo-Advisor-Plattformen in Deutschland gehören derzeit Scalable Capital in München, das Berliner Startup Grony sowie Moneyfarm, Fintego, Bevestor und Robin, das zur Deutschen Bank gehört. Wie immer ist es ratsam, die Angebote sorgfältig zu vergleichen. Zum Beispiel erfordert Scalable Capital einen Einstieg ab 10.000 Euro, während Plattformen wie Easyfolio und Waamo monatliche Investitionen ab 10 Euro akzeptieren. Eine weitere Option sind sogenannte Self-Service Robo-Advisors, wie JustETF, Diversifikator, Moneyfilter und Comdirect. Sie bieten kostenlose Basic Services oder gegen Aufpreis Premium Services an. Beide Dienste beinhalten fachkundige Anlageberatung, teilweise auch Musterportfolios und Online-Kurse zur Grundlagenvermittlung. Du musst jedoch dein eigenes Depot einrichten und dein Anlageportfolio selbst aufbauen. Kernaussage 8: Immobilien können eine gute Investition sein, vorausgesetzt, man bringt genügend Zeit, Geld und Hingabe mit. Ob du in einer Immobilie selbst wohnen möchtest oder sie vermieten willst, erfordert ausreichend Eigenkapital, ein langfristig stabiles Einkommen und die Bereitschaft, sich um die Instandhaltung zu kümmern. Für Berufseinsteiger sind diese Kriterien normalerweise nicht erfüllt. Wenn du jedoch bereits über ein gewisses Vermögen verfügst, kannst du nach der richtigen Immobilie suchen. Dabei solltest du auf Faktoren wie Lage, Infrastruktur, regionale Entwicklungsaussichten und Vergleichsmieten achten. Ein Gutachter kann dir bei der Beurteilung des Zustands der Immobilie helfen. Nachdem du die passende Immobilie gefunden hast, musst du die Finanzierung regeln. Je mehr Eigenkapital du einbringen kannst, desto bessere Konditionen kannst du in der Regel erwarten. Du solltest auch die gesamten Kosten des Immobilienerwerbs berücksichtigen, einschließlich Gutachterkosten, Notargebühren, Gemeindeabgaben, Instandhaltungskosten, Kreditzinsen und andere Ausgaben. Obwohl Immobilien mit erheblichen Kosten verbunden sind, können sie durch Mieteinnahmen ein passives Einkommen generieren und langfristig eine gewinnbringende Investition darstellen. Ein Beispiel ist Katrin, die mit 23 Jahren ihre erste Immobilie finanzierte und durch die Vermietung von mehreren Wohnungen ein zusätzliches monatliches Einkommen von 379 Euro erzielte. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass eine erfolgreiche Immobilienanlage umfangreiche Kenntnisse und Engagement erfordert. Dwayne empfiehlt jedoch, die Immobilienanlage nicht als alleinige Altersvorsorge zu betrachten, da es in diesem Bereich viele Unsicherheitsfaktoren gibt, wie das Risiko von Instandhaltungskosten, Wertverlust durch Beschädigung, ungünstige Lageentwicklungen und politische Maßnahmen wie die Mietpreisbremse. Zusammenfassung zum Buch von Patrick Dwayne: Geld kann jeder und du jetzt auch. Die gesamte Kernaussage des Buches ist, dass es möglich ist, trotz eines geringen Einkommens Vermögen aufzubauen und für die finanzielle Zukunft vorzusorgen. Dies erfordert eine positive Einstellung, einen ehrlichen Blick auf die finanzielle Situation, die Bereitschaft zur Weiterbildung in Finanzfragen und eine sorgfältige Planung. Konkrete Umsetzungstipps sind: Planung und gründliche Überlegung bei der Vermögensanlage. Die Wahl einer Anlagestrategie, die zu den eigenen Zielen und Bedürfnissen passt. Portionierung von Wertpapierkäufen, um Preisschwankungen auszugleichen. Nutzung des Beratungsangebots der Verbraucherzentrale beim Immobilienkauf, um unabhängige und kompetente Beratung zu erhalten. Die Botschaft ist, dass es keine unveränderlichen Geldprobleme gibt und dass eine Neuausrichtung der eigenen finanziellen Situation möglich ist. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Ich hoffe, Sie haben wertvolle Einblicke und Inspiration aus dieser Zusammenfassung gewonnen.
Wenn Ihnen diese Zusammenfassung gefallen hat und Sie mehr spannende Buchzusammenfassungen hören möchten, dann würde ich mich sehr über Ihr Like für dieses Video und Ihr Abo für unseren Kanal freuen. Auf diese Weise verpassen Sie keine unserer kommenden Zusammenfassungen und bleiben immer auf dem Laufenden. Teilen Sie gerne Ihre Gedanken und Einsichten, die Sie mit dem Buch gemacht haben, unten in den Kommentaren mit uns. Teilen Sie Ihre Meinung und lassen Sie uns gemeinsam in einen interessanten Gedankenaustausch eintreten. Nochmals vielen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns darauf, Sie beim nächsten Buch wieder hier zu begrüßen. Bis bald!